Boris? Boris! Saskia! Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ach, brauchst du nicht. Hier geht's uns erstmal prima, ganz ehrlich. Nur die Kohle ist knapp. Ach so. Warte. Hier, das sind 800 Euro. Das ist alles, was erstmal greifbar war. Aber wenn du noch mehr brauchst... Nein. Das ist doch erstmal super. Ganz ehrlich, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Geil. Ich geb's dir auch wieder, sobald ich kann. Ich bin auch schon auf Jobsuche. Bitte, Boris, überstürz das nicht. Ja, das wird sich alles regeln, das verspreche ich dir. Du versprichst mir das? Gerade du? Du musst mir glauben, ja? Diesmal ist es was anderes. Mach dir keine Sorge, ja? Alles regelt sich. Wenn du meinst. Ich muss jetzt auch hoch. Miriam wartet schon, aber komm auf einen Kaffee mit hoch, wenn du magst. Gerne. Ja, dann komm. Schatz, guck mal, wen ich mitgebracht habe. Schatz? Mein Liebling, ich hoffe, du kannst mir das, was ich jetzt tue, jemals verzeihen. Wie ich es auch betrachte? Deine Mutter hat recht. Ich darf deiner Zukunft nicht im Weg stehen. Es ist besser so. Deshalb such bitte nicht nach mir. Ich liebe dich, Miriam. Miriam? Boris, das tut mir so leid. Mutter. Sie steckt dahinter. Sie hat Miriam doch irgendwie bequatscht. Auf so einen Scheiß kommt die doch nicht alleine. Ich schwör's dir, wenn ich die in die Finger kriege, ich mach sie fertig. Boris, nein, Boris, bleib hier. Boris, warte. Boris! Nichts ahnend von all dem, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist, fährt Benita Brückner zum Haus der Landauers, um sich das Testament anzuschauen. Als sie ankommt, steht die Haustür offen. Hallo? Ist da jemand? Ich bin Rechtsanwältin Brückner. Hallo? Oh mein Gott, Frau Landauer! Nichts. Ein Puls. Los. So ein verdammter Idiot. Hallo? Rechtsanwältin Brückner hier. Sie sind dann durch die offene Tür hereingekommen und haben die Tote hier so vorgefunden? Wieso waren Sie überhaupt hier? Ich war mit der Tochter der Toten, Saskia Landauer, verabredet. Was ist hier los? Frau Landauer, es tut mir sehr leid, Frau Landauer. Ist das? Ihre Mutter. Lassen Sie das bitte. Kommen Sie, setzen Sie sich. Es tut mir sehr leid. Eingebrochen worden, oder? Das wissen wir noch nicht. Wer ist denn hier der Verantwortliche? Das bin dann ich, Kommissar Dirk Niebler. Gabriele Klute, die Nachbarin. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ich kann Ihnen sagen, wer das war. Können Sie das? Allerdings, das war garantiert Ihr Sohn, der Boris. Die beiden hatten schon seit Tagen einen Riesenstreit. Es ging wohl um seine Freundin und das Erbe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Okay. Na, Sie scheinen ja so einiges mitzubekommen. Puh, was soll das denn jetzt heißen? Also laut Gerichtsmedizin wurde das Opfer mit einem stumpfen, harten Gegenstand erschlagen. Der Todeszeitpunkt muss wohl irgendwann in der Früh gewesen sein, lässt sich aber nicht näher eingrenzen. Bei der Leiche haben wir außerdem noch das hier gefunden. Kommen Sie mit? Danke dir. Ja, ein Ring. Vermutlich ein Verlobungsring. Und auf den Blick, hier haben wir noch eine Gravur. Miriam und Boris und ein Datum. Naja, das macht den Sohn als Täter für mich nur wahrscheinlicher. Ich gehe mal davon aus, dass sie mit der Freundin nicht einverstanden war, ihm den Ring abgenommen hat und naja, dass er eben ausgerastet. Nein, nicht Boris, nein. Na toll, Fall gelöst, Akte zu. Machen Sie sich da nicht ein bisschen sehr einfach? Frau Brückner, manchmal ist eben der naheliegendste Schluss nicht automatisch auch falsch. Und außerdem muss ich jedem Verdacht nachgehen. Hm? Ja. Augenblick. Na? Was für ein Handy ist das? Von meiner Mutter. Na, da haben wir ihn doch, Boris Landauer. Augenblick mal. Boris Landauer? Ja, Herr Landauer. Dirk Niebler, Kripo. Ich müsste dringend mal mit Ihnen sprechen. Aufgelegt. Das erhärtet meinen Verdacht gegen ihn aber auch nur.
Kollege. Gib bitte sofort eine Fahndung raus nach Boslandauer, okay? Mach ich. Danke. Mist. Nur die Mailbox. Herr Landauer, hier ist Benita Brückner. Bitte melden Sie sich umgehend bei mir. Es ist wirklich sehr wichtig. So, die Fahndung nach Herr Landauer ist raus. Ich denke, dass wir schon bald Ergebnisse haben werden. Aber Boris war das nicht. Das müssen Sie glauben. Wie auch immer das aussieht, er könnte so etwas nie tun. Bitte, Sie müssen ihm helfen. Es tut mir sehr leid, Frau Landauer. Aber die Beweise sprechen nun mal eine eindeutige Sprache. Wir haben den Verlobungsring und wir wissen von den Streitigkeiten wegen des Erbes. Was wollen Sie noch? Ja, wegen der Erbstreitigkeiten hat der Landauer mich doch extra mandatiert, um das zu klären. Und die Aussichten waren gar nicht schlecht. Also darin würde ich das Motiv eher nicht sehen. Apropos, können Sie mir mal das Testament zeigen, das Sie gefunden haben? Denn wenn darin wirklich verfügt ist, dass Ihr Bruder die Praxis seines verstorbenen Vaters übernehmen soll, dann würde es Ihren Bruder ja entlasten. Nein, nein, das tut mir leid. Ich hab mich da wohl vertan. Das war gar nicht das Testament. Das war nur irgendein Schreiben, das ähnlich aussah. Ich war wohl etwas übereifrig. Ach, Sie waren sich doch so sicher. Wir haben sein Handy geortet. Die Adresse lautet Moltke Straße 23. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach macht. Worauf warten wir noch? Dann los. Das ist wirklich eine schlimme Entwicklung. Ich muss zusehen, dass ich so schnell wie möglich Herrn Landauer erreiche und dazu bringe, sich zu stellen. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen an ihn. Wie zum Beispiel die, was er hier im Haus gesucht hat. Vielleicht gibt es ja eine ganz einfache Erklärung dafür, die mit der Tat überhaupt nichts zu tun hat. Herr Landauer, machen Sie die Tür auf. Hier ist die Polizei. Machen Sie jetzt keine Dummheiten. Wir müssen die Tür sonst aufbrechen. Anscheinend ist er da zur Balkontür raus. Kann aber noch nicht lange her sein. Informier die Kollegen, die sollen sich in der Umgebung umschauen. Vielleicht schnappen wir ihn doch noch. Und wir stellen so lange mal die Bude auf den Kopf. Kollege vom K. Ja? Schau doch mal bitte. Ja, es ist eindeutig Blut. Wenn das manchmal unsere Tatwaffe ist. Es muss sofort ins Labor, die sollen sich beeilen damit. Klar. Okay. Ja, hallo? Ja, Frau Brückner? Ja? Ja, hier ist Boris. Frau Brückner, ich werde von der Polizei verfolgt. Was mache ich jetzt? Also, Herr Landauer, so wie sich die Situation darstellt, kann ich Ihnen nur einen Rat geben. Sie müssen sich stellen. Ich war es aber nicht. Ich habe Sie doch selber im Haus gesehen. Und solange Sie weglaufen, machen Sie die Situation für sich nur noch schlimmer. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich es nicht war. Gut, dann werden wir das auch entsprechend beweisen. Aber vorher müssen Sie sich stellen. Und zwar schnell. Aber Miriam braucht mich doch. Gerade wegen Miriam sollten Sie sich stellen. Wie wollen Sie sich denn um Sie und das Kind kümmern, wenn Sie auf der Flucht sind? Okay, aber dann müssen Sie mir bitte einen Gefallen tun. Sie müssen nach Miriam suchen. Sie ist weg. Sie hat mir einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und ist spurlos verschwunden. Ich habe so eine Angst, dass sie eine Riesendummheit macht. Herr Landauer, Sie haben selber ernsthafte Probleme, um die wir uns dringend kümmern müssen. Ich habe Sie heute früh vom Haus flüchten sehen. Und solange Sie sich nicht stellen, machen Sie wirklich alles schlimmer. Ja, natürlich. Also ich schlage vor, wir setzen uns so schnell wie möglich zusammen und erklären gemeinsam alles und fahren anschließend zur Polizei. Okay. Hallo, Kommissar Niebler. Frau Brückner, grüße Sie. Grüß Sie. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte Sie nur kurz darüber informieren, dass mein Mann dann draußen steht und eine Aussage machen möchte. Ach, tatsächlich. Ja, was bleibt ihm auch schon viel übrig, oder? Ein Geständnis ist das Einzige, was ihm jetzt noch helfen kann. Die Beweislage gegen ihn ist ja sehr drückend. Naja, also, das sehe ich ein bisschen anders. Da bin ich schon gespannt. Ja. Aber Sie wissen ja auch noch nicht alles. Wir waren nämlich in der vorläufigen Wohnung Ihres Mandanten und haben da den Gehstock seiner Mutter mit deren Blutspuren daran gefunden. Und dabei handelt es sich auch eindeutig um die Tatwaffe. Hm?
Das heißt aber noch lange nicht, dass mein Mandant auch zugeschlagen hat. Jetzt hören Sie aber auf. Wir haben außerdem DNA-Spuren herangefunden, und zwar zwei weibliche und eine männliche. Und eine der weiblichen Personen ist eindeutig die Mutter der männlichen Person. Was wollen Sie denn noch? Und die andere weibliche Probe? Ja, die andere steht in einem indirekteren Verwandtschaftsverhältnis, die Schwester oder so. Das können wir, denke ich, vernachlässigen. Ich warte jetzt auch nur noch auf den genauen Laborabgleich und die Bestätigung, dass es sich dabei wirklich um die Probe von Boris Landauer handelt. Aber für mich ist die Sache jetzt schon klar. Ihr Mandant hat seine Mutter erschlagen, aus Angst davor, von ihr enterbt zu werden. Vielleicht warten Sie erst mal seine Aussage ab, bevor Sie meinen Mandanten vorverurteilen. Das können wir gerne machen, aber ich weiß nicht, was Ihr Mandant jetzt noch daran ändern will und wie er diese Beweislage entkräften will. Bitte schön. Kommen Sie rein. Herr Landauer, bitte schön. Frau Brückner. Herr Landauer, ich frage Sie jetzt ganz direkt. Haben Sie Ihre Mutter erschlagen? War es vielleicht ein Unfall oder eine Affekttat? Nein, habe ich nicht. Jetzt hören Sie doch auf mit dem Spielchen. Wir haben schließlich in Ihrer derzeitigen Wohnung die Tatwaffe gefunden. Mit Blutrückständen darauf. Ist doch klar, dass Sie der Täter sind. Das ist doch noch lange kein Beweis. Sie sollten sich schon erst mal die Erklärung meines Mandanten anhören. Bitte? Ja, gut. Ich war heute Morgen zu Hause. Ich wollte meine Mutter zur Rede stellen und wollte nach diesem Testament suchen, was sie mir unterschlagen hat. Aber als ich ankam, da war sie schon tot. Sie lag da, überall war Blut. Ich meine, ich war total geschockt. Ich habe mir diesen Stock geschnappt und bin einfach abgehauen. Was wollen Sie mir denn da bitte erzählen? Wer nimmt denn bitte aus Versehen die Tatwaffe mit? Sie waren das. Geben Sie es doch einfach zu. Schließlich haben wir auch DNA-Spuren von Ihnen und Ihrer Mutter an dem Stock gefunden. Ja, und die von einer dritten Person, die wollen wir doch mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, gut. Die vermutlich von Ihrer Schwester Saskia waren. Das heißt dann also, wenn Sie es nicht waren, dann bleibt eigentlich nur noch Ihre Schwester. Hat die vielleicht Ihre Mutter erschlagen? Das ist doch totaler Schwachsinn. Saskia könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und außerdem, was hätte Saskia für einen Grund, unsere Mutter zu töten? Damit wären wir wieder bei Ihnen. Ach, wie wäre es denn, wenn Sie mal in Ihre Überlegung mit einbeziehen würden, dass der Täter vielleicht Handschuhe getragen haben könnte? Wissen Sie was? Ich habe wirklich keine Lust mehr, dass Sie beide hier weiter meine Zeit vergeuden. Ich werde Ihren Mandanten jetzt mit zum Amtarzt nehmen. Der kann dann die übrigen DNA-Proben vergleichen und zuordnen. Und dann werden wir sehen, ob Ihr Mandant weiterhin bei seiner Geschichte bleibt. Sie warten so lange hier. Ich werde einen Kollegen kommen lassen, der Sie abholt. Also mal ganz ehrlich, ich glaube Ihnen ja, dass Sie unschuldig sind. Aber in Bezug auf die Tatwaffe, da muss ich Kommissar Niebler schon recht geben. Sowas nimmt man nicht einfach so mit. Was wollen Sie jetzt damit sagen? Ich habe den Verdacht, dass Sie die Tatwaffe mitgenommen haben, um eine andere Person zu schützen. Und auf Anhieb fällt mir da Ihre Freundin Miriam ein. Immerhin wurde ja auch deren Ring am Tatort gefunden. Ein Ring? Ja. Und sie hätte ja auch ein Motiv für die Tat. Schließlich war ja auch Ihre Existenz und die Ihres Kindes durch die Enterbung bedroht. Da wird es schon irgendeine Erklärung geben. Aber jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sind meine Anwältin. Und ich möchte nicht, dass Sie Ihre Zeit mit solchen unsinnigen Überlegungen verschwenden. Es gibt viel Wichtigeres zu tun. Herr Landauer, meine Aufgabe als Ihre Anwältin ist es, Sie zu verteidigen. Und da kann ich meine Augen nicht vor offensichtlichen Tatsachen verschließen. Ist mir egal. Ich möchte, dass Sie nach Miriam suchen, wie ich Sie schon dreimal gebeten habe. Und zwar nicht, um Sie mit irgendwelchen bescheuerten Verdächtigungen zu konfrontieren. Bitte. Natürlich werde ich nach Miriam Köhn suchen. Schon alleine, weil es für unseren Fall unabdingbar ist, dass wir sie finden. Ich bin nämlich mehr denn je von der Unschuld meines Mandanten überzeugt. Und das bedeutet, dass wir weitere Verdächtige finden müssen, die ein Motiv für die Tat haben könnten, um die Vorwürfe gegen meinen Mandanten zu entkräften. Und da steht momentan Miriam Köhn für mich leider an erster Stelle.